Hallo, mein Name ist Melanie Lange, ich bin 38 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und bin schon seit 16 Jahren bei der Caritas. Also wir sind jetzt hier gerade bei Hajo Börgeling. Das ist ein langjähriger Patient von uns, wo ich auch lange Jahre schon tätig bin. Guten Morgen, Hajo. Mein Mann ist schon seit vielen Jahren krank und die ersten Jahre ging es eigentlich ganz gut. Es hat so einen langsam schleichenden Verlauf seiner Erkrankung und wir sind ganz gut zurechtgekommen, aber dann habe ich ihn auch morgens, bevor ich zur Arbeit gegangen bin, alleine noch versorgt. Irgendwann ging das aber nicht mehr. Da brauchten wir dann doch Unterstützung. Dann haben wir auch bei der Caritas angefragt. Ja, bei Familie Börgeling bin ich schon 10 Jahre tätig. Wir verstehen uns sehr gut. Das passt auch, die Chemie passt auch sehr gut. Und das ist für uns sehr wichtig, dass wir da jemanden haben, mit dem wir sehr gut zurechtkommen, weil es geht ja auch sehr ins Persönliche, ins Intime, für mich ja auch. Und da braucht man schon jemanden, mit dem man auch sich sehr gut versteht. Und das funktioniert wirklich hervorragend. Ja, diese Beziehung, was ich zwischen Frau Börgeling und Herr Börgeling habe, das ist schon sehr familiär. Also wie meine Eltern, sage ich mal so. Haben mittlerweile, ist das fast wie ein Familienangehöriger. Also das muss ich schon sagen. Das ist schön, die merken, wenn mich was bedrückt, die fragen mich, Mensch Melanie, was ist los? Ich merke sofort, was ist hier los? Wenn ich merke, dass Frau Börgeling oder Herr Börgeling nicht so eine gute Laune haben, das ist halt, ja, schön, wenn man immer hier ist. Ja, mittlerweile hat sich dann doch seine Erkrankung so weit verschlechtert, dass er auch nicht mehr gut einen ganzen Tag alleine bleiben kann. Und da sind wir auf das Angebot der Tagespflege zurückgekommen von der Caritas. Und da geht er dann morgens hin, der Pflegedienst kommt morgens und macht ihn fertig. Und er fährt dann, wenn er gut zufrieden ist, selbstständig mit seinem Rollstuhl in die Tagespflege. Wenn es ihm nicht so gut geht, solche Tage gibt es auch immer, dann wird er abgeholt vom Fahrdienst. Ja, hallo, hier ist Melanie. Hi. Hi. Der Hajo kann einmal abgeholt werden. Wir sind startklar. Die nehmen ihn dann mit und in der Tagespflege wird er dann versorgt mit Frühstück, mit Mittagessen. Er kann sich mittags hinlegen, wenn er dann mal ein bisschen Ruhe braucht. Und er hat halt auch Ansprache. Sprich, kann sich mit anderen Menschen unterhalten. Mauern blockieren Autobahnen und Grenzübergänge. Und ist nie alleine. Und das ist für ihn ganz wichtig. Deswegen ist das für uns eine sehr gute Lösung.